Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Republic Commando hier auf Psycho 198, Esco Enterprises oder Psycho und Quert gegen die Galaxis und keine Ahnung, Ishma ist auch dabei. Hey, wer hätte das gedacht? Ja, ich bin Ishma im Auftrag von Nostradamus Gaming hier und ich nehme diese Aufnahme gerade auf, bevor ich die erste Episode bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe. Daher weiß ich nicht, ob ihr mich mit Kommentaren zerbombt habt, wie verpiss dich, Bro, oder geh Schach spielen, Bruder. Und ich hoffe, dass es nicht passiert und wir werden jetzt einfach weitermachen und dann spätestens nach dieser Aufnahme weiß ich, ja, ich werde meine Sachen packen und mein Campingzelt woanders aufstellen, zurück zu Halo gehen, zurück auf meinen Scheißkanal, wo ich die Leute nerve, die anscheinend irgendwie meinen Scheiß mögen. Ich glaube, keiner mag meinen Scheiß. Ist aber auch egal. Wir sind zurück beim Delta-Team. Die Elite der Republik im Kampf gegen die KOS und wir haben das letzte Mal das Luftabwehrgeschütz ausgeschaltet, um Zugang zum Kernschiff der KOS zu erlangen. Und da werden wir uns jetzt auch direkt hinbegeben. Also, dann, wir sehen uns im Krieg. Holla, die Wölfe. Wo sind wir? Ja, genau dort, wo wir stehen geblieben sind. Rücken Sie zum Kernschiff vor. Ich habe Scotch da auf eine Scharfschutzposition gestellt. Sieben und Fixer sind natürlich bereit for Action und 3-8 das sowieso, weil ich bin jederzeit bereit für so. Oh Gott, ey, diese Maus und alles. Wir brechen auf. Wir gehen mal los, Bro. Ach Gott, ich mach mal eben den Sound leiser. Bitte, bitte, hatet mich nicht dafür. Wer hat den Sound leiser gemacht? Was ist das für eine Swiftie? So, hier, das haut ziemlich gut hin mit den Geonosianern killen. So ähnlich. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. So. Sieben hat die Sache unter Kontrolle, das hoffe ich zumindest, weil das sind scheiße viele Geonosianer hier. Ja, ich dachte, da fällt meine Granate runter. Und es leckt gerade. Es liegt wohl gerade daran, dass mein Laptop nicht warm ist. Oder was weiß ich, was die Gründe für so einen Scheiß sein könnten. Auf jeden Fall ist der Grund, dass ich 7 jetzt abziehe, dass wir weitergehen wollen. Passiert mal. Passiert auch in den besten Kreisen, dass man mal weitergehen will. Piss. Blödes Kack-Mistvieh. Ich hab Damage gekriegt. Aber das ist egal, ich habe ja das Wunderbug da. Es sind unendlich Gegner ab und zu, die einfach so hinter den feindlichen Linien wieder aufkreuzen. Das ist relativ müde sowas. Wenn man müde jetzt als... Ey, ich habe doch gerade mich gebaggert. So. Was zur Hölle? Are you serious, du blöder Motherfucker? In meinem Hut wird sowas nicht gemacht. Keiner läuft in meinem Hut mit so blöden Stäbchen rum. Es sind unendlich Geonosianer. Los, kommt, Team. Ich muss ja auch in die Befehle nochmal. Oh Gott. Scharfschützengewehr, wie wär's? Piss. Los! Los, Delta-Team, los! Ich muss hier selber erstmal in die. Ach Gott. Nein, ich bin so scheiße blöd. Einer weniger, Boss. Da, jetzt aber. Nein, er war, ich war doch drauf, oder nicht? Irgendwie, ich bin auch scheiße schlecht geworden in dem ganzen Mist. So, Gott, das... Wow, ist das groß. Da ist das Kernschiff da. Boah, krass. Sicher 4-0. Vielleicht steht hinter der Ecke noch eins. Ich wäre einfach viel zu weit. Ach, wenn die Geonosianer nicht wären. Das Kernschiff ist scheiße groß, das muss man dem Kernschiff lassen. Die wissen auf jeden Fall, wie man... Ja, genau. Kernschiffe groß baut. So. Nee. Position halten. Genau. Ihr haltet jetzt kurz die Position, macht die da platt. Ich hol mir... Bagda again! Weil ich anscheinend riesige Probleme habe, damit heile zu bleiben. Delta-Team formiert sich. So, das ist gut, das ist gut. Ach nee, das... Oh Gott, ich hab's nicht gesehen. Da hätte ich einfach mal 7 hinschicken können und 7 hätte das schon geregelt. Und da... Oh Mann, ein super Kampf-Druide. Erstmal die lausigen Druiden drumherum killen.
und dann die gesamte Feuerkraft des Delta-Teams hier auf den Superkampf-Regime schicken. Habe ich noch Granaten? Habe ich noch... Ja, ich habe Elektrogranaten. Ja, das Geschütz des Kampfschiffs ist noch funktionstüchtig. Wir könnten es gegen die Droiden einsetzen. Das brauchen wir nicht. Ich meine... Ah, Peter. Wow, Scheiße. Ah, warum geht's mir plötzlich so schlecht? Auf jeden Fall, wir brauchen kein dämliches. Brauchen wir vielleicht schon. Bloß anders geschützt. Ich heile mich so lange. Ich hoffe, die kriegen das. Sehr gut. So, Fixer hat das geschützt, das ist gut. Gehen Sie in Position, Delta. Geh in Position. Scheiße, da sind einige, ja. Wir brauchen hier einen Scharfschützen. Ich übernehme das Geschütz, Delta. Mit dem Geschützkommando. Sie hatten keine Chance. So, hallo. Da kommt noch ein Superkampfgebiet, Piss. Ziel eliminiert. Das Fadenkreuz passt irgendwie nicht zusammen mit der Schussrichtung, aber das ist ja auch völlig egal. Aber wer... Wow! Also Scorch, ey! Was geht denn... Ich habe dich ja auch sehr lieb, aber... Ganz ehrlich... Wir sollten unsere Beziehung auf beruflicher Ebene weiterführen. Delta, formieren Sie sich! Delta-Team formiert sich! So! Ich bin in Position, Boss. Ja, ja. Ach, nee. Locken wir die einfach wieder dahin. Gebiet sicher! Wir nehmen die Stellung hier wieder ein. Ich gehe ans Geschütz zurück. Droide eliminiert! Da kommt er. Ich wollte das hier... Naja, schon erledigt. Wow, also das Geschütz ist echt stark. Ja gut, es ist ja auch eines von einem Transportflieger. Weiß der Geier, wie die nochmal heißen. Position ändern, Delta. Das weiß ich ehrlich nicht. Ich habe das mal gewusst damals. Aber es ist, glaube ich, schon zu spät. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Geh in Position. So, jetzt gucken, ob 7 überhaupt ein... Clever! Ja, natürlich. Also wenn ihr versucht habt, diesen Fels aus dem Weg zu räumen, es hat nicht ganz funktioniert, wie ich schätze. Wo kamen die überhaupt her? Warum fliegen die hier durch die Schlucht? Wieso? Als befehlshabender Offizier würde ich meine Schiffe doch niemals durch diese Schlucht schicken, sondern oben drüber. 7? Wo seid ihr denn alle? Ach so! Ja, ich muss sie ja auch erstmal formieren. Ich habe sie ja da ja hingeschickt. Wer schreibt mir denn da schon wieder? Achso. Ich habe jetzt keine Zeit für Plausch. Ich meine, ich bin gerade in einer Kriegsmission. Klar könnt ihr... Boah, Piss! Oh, und keine... Position für... Strategic Sniper. Das werde ich dann also übernehmen. Warum? Verliere ich? Helf! Oder habe ich einen von den Deltas getroffen und... Da... Nee, doch nicht. Sorry, Fixer. Sorry. Ich übernehme das schon. Wieso habe ich schon wieder keine Schilde? Ich merke nicht, dass ich getroffen werde. Ich merke aber, dass ich ein sauguter Scharfschütze bin. So, Fixer, wir heilen dich gleich. So, gleich haben wir ihn. Hoffe ich. Ja, sehr schön. Gut, jetzt wollen wir noch die kleinen Druiden. Ah, da sind noch so weitere Superkampfdruiden. Wir müssen uns heilen, Delta. Wir müssen uns heilen. Wir heilen uns erst und dann gehen wir weiter und machen mehr Superkampfdruiden platt. Es sind scheiße viele Superkampfdruiden. Das gefällt mir nicht. Halten Sie Ihre Position. Ja, Sir. So. Hier ist auch noch... Ne, hier sind Thermaldetonatoren. Davon habe ich ja genug. Ich bin ein wandelndes Lager. Sie? Bacta, jetzt! Jawohl, Sir. Delta-Team formiert sich. Geht in Position, Sir. Geh in Deckung. Ach Gott, das dauert jetzt alles noch ein bisschen. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Bin dabei. Vor allem, dass keiner weiß, wer gemeint ist, aber irgendwie denkt jeder, er wäre selber der Beste und macht das dann von selbst. Ich meine, das tut ist... Das gut. Genehmigen Sie sich etwas, Bacta. Bin unterwegs, Teamleader. Das ist Enthusiasmus. Das sage ich mal also. Und Delta Eigenliebe. 30, sag nie nein zu Bacta. Das sowieso nicht. Delta Team formiert sich. Kommt jetzt mit und wir holen uns diese Pisser, die das Kennschiff bewachen. Das Scheiß. Das sieht aus wie ein scheiß Planet, Mann. Wieso kann ich hier nicht weiter? Nicht nachlassen. Sektor erkunden. Roger. Na, dadurch werden die eh nicht schlendern. Formieren. Geh in Position. So. Hör damit. Ja, erstmal nachladen.
Was noch sonst? Eigentum der Föderation gesichtet. So. Ziel eliminiert. Boah, wie sie abgehen, wenn sie erstmal ein Ziel bekommen haben. Leute, aus dem Weg. Delta Team formiert sich. Geh in Position. Nicht so weit vorrücken, Leute, das funktioniert so nicht. Guter Schuss, Sir. Danke, danke. Das habe ich gelernt, in der Schule. Als ich Leute abgeworfen habe mit Bleistiften. Was ist los? Ah, ich habe keine Munition mehr für den Sniper. Delta, wir haben ein Problem. Ja, perfekte Nate. Sehr schön, Scorch. Das war hohe Brücke Gewalt. Nee, Fixer war es. Ich komme schon durcheinander. Ah, hier sind die Sniper-Positions sinnvoll. Es kommen immer mehr Superkampfdrüben. Scheiße, schnell. Präzisionsschuss. Ich gehe ans Geschütz. Und go. Hoffentlich bringt das Geschütz was. Ich habe gar kein richtiges Fadenkreuz. Präzise ist es auf keinsten. Also es ist alles außer präzise, aber das reicht ja auch völlig aus. 07 geht in Deckung. Position ändern, Delta. Delta 4-0 hat sich erholt. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Dabei. Das hat geholfen. Da, hier ist eine neue Knifte. Erlangen Sie die Panzerabwehrausrüstung. Ein panzerbrechender Aufsatz. Der dürfte gegen die Droiden recht praktisch sein. Ein panzerbrechender Aufsatz. Cool, Boss. Eine schicke kleine Waffe. Schleimer. Apropos Schleimer, wie sieht's aus? Ja, keine Munition. Hier lag auch keine. Blöd. Naja, wäre cool, wenn das ganze Team jetzt sowas hätte. Ich weiß das gar nicht, ob die jetzt alle so ein Ding haben. Aber das scheint so auszusehen wie ein Granatwerfer. Ziemlich praktisch, vor allem gegen die Superkampfdruiden, die äußerst mies drauf sind, wenn... Ah. Ja, wir haben es geschafft. Berater, wir sind drin. Die Tür ist verriegelt, Sir. Wir müssen wohl außen rumgehen. Verdammte Druiden. Lasst uns durch. Ich habe keiner gehört, Sieben, aber... Hinter Versuch. Scheiße, die Druiden haben abgeriegelt. So kommen wir nicht in den Aufzug. Weiß jemand eine gute Geschichte, um uns die Zeit zu vertreiben? Leider nicht, Scorch. Ich, Berater? Delta-Leader an Berater. Der Schutt versperrt uns den Weg, Boss. Wir müssen die Felsen in die Luft jagen. Und ich sage das nicht nur, weil ich so gerne Sachen in die Luft jage. Warum denn sonst? Ah, okay. Dann legen wir mal los. Sechs Tore, deine Aufgabe. Jemand geht ans Geschütz, falls da was durchkommt. Bin unterwegs. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Bin unterwegs. Bereit zum Angriff. In Position. Sprengsatz ist scharf. Okay. Puh. Okay, das ist ein herrlich spannender Moment. Wer weiß, was dahinter ist. Wir müssen da rein und... Spannung. Deckung, Deltas. Ja, es war so klar. Scheiße. Das sind einige. Ah, ich brauche das Scharfschützengewehr. Piss. Los, Scorch, wir gehen rein. Oh ja, Superkampf drüben. Perfekt! Ha! Genau das, was ich brauche. Ah, die Superkampfdruiden, die fliegen nur so wie Konfetti. Time to break a party down. Scorch, Scharfschütze und los geht's hier. Oh, das funktioniert perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.